Komm, muss doch reichen. Gucken wir mal. Ja, moin liebe Friends and Followers, mein Name ist Mo, ich bin professioneller Graffiti-Sprüher und heute für euch unterwegs im Namen der Stadtwerke Münster, denn ich darf in Münster wieder mal eine Ladestation für den Elektrobus gestalten und das Thema diesmal wird Bienchen und Blumenwiese und ganz viel Grün sein und wir fangen erstmal damit an zu packen. Okay, ich habe jetzt beim wieder Hardcore übertrieben. Ah ja. Aber wenn ich erstmal grün gefüllt habe, dann habe ich auch die Ruhe. Dann kann ich von jeder Farbe, die ich dann brauche, will ich dann nur noch eine mitnehmen und dann kann ich mich auf die Details konzentrieren. Aber jetzt kann es wirklich losgehen. Habe ich alles. Fahrt beenden, speichern. Gut. Fahrtenbuch muss immer geführt werden, gespeichert. Wollen wir mal gucken, wie das Ganze denn aussieht hier. In jungfräulichem Weiß. Ich laufe jetzt hier erstmal ein bisschen rum und mache ein wichtiges Gesicht. Muss erstmal gucken. Das ist ja alles voll geplant, aber das ist schon so lange her. Ja, da wird doch gut. Dann werde ich mir mal mein Material mal holen und einfach mal wild drauf loslegen. Ach ja, stimmt. Ich habe ja noch was Cooles. Warte mal. Und damit auch jeder erkennt, dass ich Stadtwerke-Mitarbeiter bin, habe ich nicht nur diesen coolen Mitarbeiterausweis, Berechtigungsausweis. Ich habe die maximale Berechtigung, hier Unheil anzurichten. Und man sieht es auf der Rückseite. Graffiti im Auftrag der Stadtwerke. Wir wissen alle Bescheid, dass das hier voll official ist. Ja. Im Gegensatz zu der Bushaltestelle blende ich jetzt mal eben ein, die ich schon für die Stadtwerke gemacht habe. Oder der Ladestation, die ich zu einem Bus umgewandelt habe, ist bei diesem Entwurf sehr, sehr vorteilhaft, dass es hier nicht so sehr auf die Proportionen drauf ankommt. Das heißt, ob jetzt hier irgendeine von den Blumen nur ein bisschen weiter links oder rechts ist, das ist egal. Ich arbeite hier viel mit Tiefenunschärfe und hole mir jetzt erstmal die groben Proportionen und skizziere erstmal die Bienen und so an und dann wird erstmal Fläche gefüllt. Okay, das ist das Ergebnis vom ersten Tag. Ich bin soweit zufrieden. Ich bin jetzt drin im Auftrag. Morgen mache ich hier richtig Gas. Wow, der nächste Tag. Es ist 9 Uhr morgens. Ich habe die Dosen gepackt. Habe ganz viele Dosen aussortiert, wo ich jetzt schon weiß, okay, die brauche ich nicht. So ein paar Grüntöne werde ich definitiv nicht verwenden. Habe mir die Farben für die für das Gänseblümchen und für die Bienchen mitgenommen und dann werde ich jetzt mal gucken, dass wir heute diese Seite hier fertig bekommen. Das ist jetzt der Plan für heute und vielleicht schon ein paar First Lines von der Rückseite. Hier vorne kann ich jetzt noch nicht arbeiten, da sind noch die guten Mitarbeiter von Schaltbau Refurbishment, die da noch drin irgendwelche Verkabelungen machen, damit der Bus auch immer anständig Strom bekommt. Und jetzt werde ich als allererstes mal diese Regenrohre da abkleben. Das ist meine erste Aufgabe des Tages und dann geht es los mit Details. Hihihi. So, das Gänseblümchen ist fertig. Nun geht es an die Bienchen.
haben sie gehupt. Das ist toll. Herrlich, herrlich, herrlich. Habe ich wieder gute Laune heute doch. Weil zwischendurch war ich ein bisschen nicht so ganz sicher, ob das wirklich was wird mit der Blume. Aber dieses Gefühl habe ich immer bei allem, was ich male. Immer zwischendurch denke ich, das wird nichts. Und dann bin ich am Ende froh, dass es doch was geworden ist wieder mal. So, weiter geht's. Mutiger bin ich nicht. Das muss reichen. Das sieht doch aus wie eine Biene. So nass. Gut. Okay. Und das gleiche jetzt noch zweimal. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh my goodness. This is so beautiful. Aber trotz alledem, die Biene braucht noch ein bisschen Kontrast am Kopf. Krontast. Zu wenig Krontast an der Stelle. Der Krontast ist krontastisch. So. Aber jetzt. Ja. Ja. Da bin ich ja am Malen, dann hält hier ein netter Herr an und hat mir Honig geschenkt. Und der ist Imker und hat meine Arbeit gelobt. Honig. So. Die obere Biene hat jetzt auch so ein bisschen Tiefenunschärfe, die vordere ist auch scharf. Ich habe dem Grashalm jetzt auch noch so ein bisschen so ein Highlight gegeben, damit der auch so ein bisschen noch mehr hervorkommt und das Licht reflektiert von der Lichtquelle da oben. Jo, jetzt sind wir fertig mit Seite 1. Fehlen ja nur noch 3 Seiten. Aber geil, ich bin super zufrieden, mega gut. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Tag 3. So, heute widmen wir uns der Seitenfläche hier, relativ klein. Ich denke, das wird an einem Tag zu schaffen sein. Okay, Tagessoll ist geschafft. Tag 3 ist vorbei. Ich habe jetzt noch genau eine Stunde, dass ich passend nach Hause komme. Das wird nicht ganz klappen, aber die Hummel ist fertig. Sehr, sehr geil. Tag 4. Hier ist zum Glück keine Biene, sondern nur Hintergrund, ein paar Blümchen und so. Also denk mal, das werde ich wohl schaffen. Okay, Tag 5. Ja, jetzt sind wir schon auf der letzten Seite angekommen. Ich male jetzt erstmal First Lines und fange dann an, auf der Rückseite die Flächen zu füllen. Gackes. Jetzt macht mir auch noch das Wetter einen Strich durch Rechnung. Seht ihr diese Tröpfchen hier auf dem Boden? Es regnet! Herrgott, aber es war auch angemeldet. Also eigentlich sollte es um 14 Uhr schon regnen. Jetzt haben wir es 15 Uhr. Von daher habe ich noch eine extra Stunde geschenkt bekommen. Dann räume ich jetzt schnell zusammen und dann sehen wir uns am Tag 6 wieder. Eigentlich soll es jetzt nicht regnen, aber das Wetter scheint sich an den Regenradar nicht zu halten. Ich warte jetzt mal diesen Schauer noch ab. Aber es soll gleich wohl vorbei sein. Guck! Die Sonne kommt raus. Der Trocknungsprozess ist eingeleitet. Wow! Und der nächste Tag. Ja? Heute wollen wir uns jetzt mal der Hummel widmen. Und ich denke, auch heute werde ich jetzt nicht allzu viel machen. Ich werde ein paar Kopfkamera-Geschichten aufnehmen, aber ansonsten male ich einfach wild drauf los. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich mit der Zeit hinkomme. Also, let's go!
Nun kommt der Klarlack drauf. Endlich. Ich habe auf jeden Fall noch genug Zeit für Klarlack. Ja, und wir sind fertig. Ich muss jetzt aber ganz schnell ein paar schöne Aufnahmen machen mit den Gänseblümchen im Vordergrund. Denn da vorne ist der große Gänseblümchen-Killer gerade unterwegs mit seinem Rasenmäher. Also machen wir jetzt noch schnell ein paar Aufnahmen. Yo, Friends and Followers und die, die es noch werden wollen. An der Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Stadtwerke dafür, dass ihr mir diesen tollen Auftrag gegeben habt. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, was euch gefallen hat oder was ihr gerne von mir noch erfahren würdet. Vergesst nicht, den Subscribe-Button zu drücken, also diesen Kanal zu abonnieren. Herrgott, ich lasse das jetzt so. Da habe ich noch ein anderes Video verlinkt. Da könnt ihr sehen, wie ich eine andere Trafostation gestaltet habe. Ist auch ein deutsches Video, also für die Leute, die jetzt nicht so mein Gauderwelsch-Englisch am Kopf haben können, kann ich 100% verstehen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis denn. Lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao.